Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Stonehearth. Ich hoffe, wir kriegen den Bauernhof mal so langsam in eine vernünftige Richtung. Es fehlen halt noch sehr viele Sachen, mit denen wir aktuell noch nicht großartig was anfangen können. Was so ein bisschen das Problem ist. Beziehungsweise anfangen können, ja, was wir noch nicht so herstellen können, ne? Es fehlen halt hier bestimmte Fenster. Wir können halt leider nur sagen, dieses Fenster und nicht, welche Qualität es haben soll. Das ist dann halt dem Handwerker geschuldet, der das dann herstellt, ob er da eine gute Qualität hinkriegt oder nicht. Wenn wir nämlich jetzt mal gucken, wie viele Fenster wir haben. 12 Stück. Und mit denen können wir im Moment nichts anfangen. Also wenn der nächste Händler kommt, dann verkaufe ich die Sachen mit den Diamanten. Also zumindest Fenster- und Türen technisch. Weil sowas kann man hier ja dann immer noch separat freihand hinstellen. Das ist ja nicht das Ding. Vielleicht richte ich auch die Häuser erstmal nicht großartig ein, sondern bau erstmal nur die grundlegende Struktur des Hauses. Ne, dass die Wände und Dach und Fenster und Türen und so drin sind. Und wenn ich das habe, dann gebe ich das Haus als Bauauftrag in Auftrag. Und dann fange ich erst an zu überlegen, was für Möbel möchte ich denn da drin haben. Und sage dem Schreiner, okay, bau mir 4 Betten. Bau mir einen Tisch und Stühle. Ich glaube, sonst wird das hier gar nicht großartig was mit den Häusern. Weil ich glaube, das einzige Problem hier gerade ist wirklich, dass ich diese Diamantsachen gewählt habe. Und warum funktioniert das mit dem Fass nicht? Lieber Koch. Mir fehlen immer noch Beerenbüsche. Okay, warte. Nee, ich wollte nicht Pause drücken. Ich wollte langsamer drücken. Dann müssen wir doch noch ein paar Büsche ernten. Waren hier nicht noch welche irgendwo? Hier, die sind ganz schön weit weg, ne? Aber ja, toll. Und wo, von da kommen sie. Wo sind meine Krieger? Krieger hier. Der macht unser Haus kaputt. Los. Der hat gleich die Tür kaputt. Der Sack. Oh, Gott sei Dank. Mach den Dicken platt. Der keinen Loot fallen lassen? Schämen sollte er sich. Schämen! Los! Ich mach mal schneller, ne? Ich meine, die Kämpfe haben wir jetzt schon 500 Mal gesehen. Wir wissen, wie die ablaufen. Und ich sehe jetzt auch nicht das Problem, dass wir das nicht gewinnen. Gut. Und was ich gerade sehe, wir können auch die hier wieder ernten. Die Beerenbüsche. Bitte? Komm hier, wachse, dass ich dich auch wieder anklicken kann. Ein Händler. Hallo Freunde, 9 Holzstühle für 2 Stoffballen. Nein. So, und den Busch bitte auch. Dass wir unseren da oben seid ihr fleißig am Sammeln, sehr gut. Dass wir unser Fass hinkriegen, dass wenigstens das Gebäude hier fertig wird. Jegliches Update. Immer noch nicht. Mensch, ich brauche mehr Leute.
Stühle werden gerade hergestellt für den, der gleich vorbeikommt. 3 Stunden. Ich hoffe, die Stühle schafft mein Schreiner noch. Oh. Wir sind nicht alle zufrieden. Naja, gut. Und dann musst du dich nochmal um die Fenster kümmern. Ich befürchte nur, dass diese einen Fenster hier immer noch nicht gereicht haben. Ne. Eins fehlt mir noch. Ein Diamantenfenster. Belastend, ne? Muss ich dir sagen, mach nochmal mehr Diamantenfenster. Mir geht's bei 3 Nummer 1 dabei. Mein Stuhl noch. Danke. Danke, danke, danke. Das klappt, hoffe ich. Eine Stunde. Oh Gott, das wird knapp. Ich wäre aber dafür, dass wir Farmer Level 6, nice. Das Haus schon mal platzieren, ja. Bauernhof, der Händler ist zurück. Bin zurück, aber anscheinend. Och nee. Oh, es war zu langsam. Okay, na gut. Fischerhütte. Wo ist ein Händlerschiff? Auch nice. Kleiner Pier, kleines Strandhaus, Kräuterarzt. Noch ein größeres Schiff, noch ein Schiff. Offenes Haus. Wo ist mein Stall? Das war die Scheune. Schmiede, Schreinerei. Das sind schöne Häuser, ne? Ah, die sind so toll designt worden. Vielleicht hätte ich suchen sollen. Da ist der Stall. Gibt es einen vorgefertigten? Nee. Gut. Stall? Da ist er. Okay. Okay, was ist gerade dein Problemspiel? Warum kann ich den nicht hier hinten? Sag nicht, ich kann den nicht auf dem Feld platzieren. Hier geht überall. Da muss ich erst dieses Feld wieder wegmachen. Okay, da muss ich erst dieses Feld wieder wegmachen. Dann den Stall platzieren und dann hoffen, dass ich das Feld halt mit dahin ziehen kann, wo ich die Tiere haben will. Aber jetzt kann ich ja zum Glück dadurch sagen, ich möchte den halt hier weiter hier vorne hinstellen. Guck mal, die Fenster, die werden jetzt benutzt, weil die habe ich schon mal hergestellt. Also werden die auch aus dem Lager genommen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So. Dann machen wir jetzt so den Stall. Oder ist das zu weit weg? Wenn ich dann hier die Fläche mache für die Tiere. Vielleicht noch hier mit hingehen. Ich glaube, das sollte funktionieren. Dann drücke ich jetzt mal auf Bauen und hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Action. So, und dann machen wir... Ich hoffe, das geht jetzt. Das wäre so gemein, wenn nicht. Hey. Nein, 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 es geht nicht. Ach, warum nicht? Geht das generell nicht? Geht das, wenn ich das Haus fertig habe? Dann geht's, okay. Dann müssen wir uns kurz gedulden, bis das Fundament da fertig ist. Und dann können wir das auf die gewisse Größe ziehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Weil ich möchte halt gerne, dass die Schafe sich optisch halt da unterstellen können, ne? Das wäre schon sehr cool. Bist du immer noch nicht fertig? Doch, da sind doch die Fässer. Warum werden die nicht eingebaut? Meine lieben kleinen Hartlinge. Baut doch bitte die Fässer ein, damit das Haus fertig wird.
Aber nein, ihr kloppt da jetzt auf dem Boden rum, um das neue Haus zu bauen, ihr kleinen Dödels. Eindringlinge! Schon wieder. Wo? Man kommt zu nichts, ne? Ständig Alarm hat. Da oben kommen sie, die Goblins. The Goblins! Die Tür kaputt gemacht. Kann jemand diese Tür ersetzen? Ja, da ist keiner. Wo ist mein Kriegertrupp? Da kommen sie. Habt ihr Heiler dabei? Bestimmt, ne? Macht erstmal den dicken. Oh ne, es sieht nicht sehr heilerisch aus bei euch. Das Geheile ist meiner, ne? Ich achte gerade auf die Herzen von den Gegnern. Ja, das Heilen ist meiner. Mach so einen Bums. Nee, hier ist doch ein Heiler bei. Schon sagen. Sehr gut macht ihr das. Gleich haben wir es. Perfekt. Okay. Hat alles funktioniert. Was ist hier mit der Tür? Ach, platzieren, abbrechen. Nee, 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 nee. Platzier die mal ruhig wieder. Ich glaube, die war kaputt und sie haben jetzt eine neue Tür gebaut. Gut, ich spule mal wieder vor, weil wir sonst eh nicht großartig was zu tun haben im Moment. Wir müssen jetzt warten, bis die da mit dem Stall soweit anfangen, dass wir den Schafstall fertig machen. Oh ja, das Haus ist fertig. Wuhu, das erste ist wieder fertig. Und ich wollte nicht den Schnitt, ich wollte hier rein. Weil dann kann ich nämlich jetzt hier mal ganz schnell sagen, nope. Bevor ihr da, ja, ne, bevor ihr da wieder alles reinpackt. Ich würde da aber mal, glaube ich, auch sagen, kommt rohes Essen rein. Pflanzen und Tiergedöns, weil da ist genug Platz drin. Perfekt. Dann haben wir unsere Scheune zum Lagern von Lebensmitteln schon mal fertig. Das ist sehr gut. Da wird der Boden ratzfatz hingekloppt. Ja, hier fehlen immer noch jetzt die Fenster. Ich frage mich nur, wo. Oder was fehlt hier in dem Haus? Tür! Hä? Hatte ich nicht eine hergestellt? Achso, da bin ich ja falsch im Gucken. Holztür. Nee. Habe ich nicht, warum nicht? Bist du so freundlich und machst mal bitte noch eine Holztür, damit wir das Haus hier auch fertig bekommen? War das eine einfache Holztür? So, warte, jetzt ist das hier. Das kann ich aber auch nicht verschieben, ne? Dass ich sage, ey, rutsch mal, dann sehe ich das nämlich. Eine einfache Holztür. Bauma. Ja, die ist überhaupt nicht in der Liste da. Doch, da. Es leckt ein bisschen. So. Dann haben wir das Haus nämlich auch gleich fertig. Wir können ja schon mal. Die Betten stehen ja. Sagen, dieses Bett gehört diesem Farmer. Dieses Bett. Bett gehört diesem Farmer.
dieses Bett. Ola hat eins. Wo sind meine anderen Farmer? Da. Bio. Und dieses Bett gehört dann unserem Schäferlein. Du bist der Schäfer, ne? So, dass ihr hier wohnt, ja? Können wir uns da drauf einigen. Perfekt. Haben wir das auch schon mal. Und dann müssen wir nur zusehen, dass wir die Felder da hinten wegkriegen. Ich glaube, ich muss hier nochmal... wir müssen unsere Lagersituation in den Griff kriegen, ne? Guckt euch das mal an hier, ey. Haben wir hier noch ein Lager hin? Für alles. Danke. Wobei, theoretisch können wir ja jetzt sagen, hier keine Felle mehr, keine Pflanzen. Oh, guck mal, wie viel da wegkommt. Keine Felle, keine Pflanzen. Das haben wir eh schon nicht da drin. Perfekt. Jo. Hier keine Felle, keine Pflanzen. Generell keine Nahrung. Keine Felle, keine Pflanzen. Eine Menge, ne? Ich hoffe, das passt da hinten alles rein. Ich denke... Verteidigung. So, Holz, stimmt. Holz ist da auch schon raus. Okay. Gut. Ah, hier habe ich noch so ein kleines gemacht. Das war eigentlich für den Steinmetz, ne? Ah ja, gut. Das läuft schon mal. Kann ich jetzt schon mal das Feld wieder ziehen? Oder stört das? Das geht. Das sieht so klein aus, ne? Wartet. Kann ich das nicht aktivieren? Doch. Schafe. Drei nur. Ne, warte. Dann müssen wir das doch nochmal größer ziehen. Ist das jetzt größer, ist die Frage, ne? Warum geht das jetzt gerade nicht? Vier Schafe. Reichen uns vier Schafe? Ja, ne? Produzieren so viel Wolle. Jetzt müssen wir halt dann gucken, dass wir den Rest dieser Farm umzäunen. Dass unsere Schafe da nicht abhauen können. Was ich auch gerne noch machen möchte, ist da einen Baum pflanzen. Eilchen. Eine Eiche. Oh ja, die wird sich hier sehr gut machen. Da können wir eine Eiche pflanzen. Und dann müssen wir mal zusehen. Ich glaube, ihr seid hierfür gemacht schon. Dass wir hier einen Zaun drumherum machen können. Wie schnell dieses Haus hochzimmern werden, ne? Gut. Hast du gerade viel zu tun? Nö. Du hast gar nichts zu tun. Das ist perfekt. Dann mach uns mal bitte, warte, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Pfeiler. Und eine ganze Stange davon. Dann machen wir 25. Und hier von ein paar. 16. Und ein Notfall hiervon auch noch ein paar. Und ein Zaun. Boah, bedönsend. Dann können wir nämlich, wenn der das alles hergestellt hat, hier einen separaten Zaun anbringen. Ist jetzt für dieses Haus alles fertig? Immer noch nicht die Tür. Warum? Eine Tür. Das ist doch auch eine Tür.
Ja, die Türen sind doch drin. Achso, ne, die muss noch platziert werden. Aber hier steht, wird platziert. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen und warten kurz. Ob jemand diese Tür jetzt holt. Hergestellt habe ich sie. Das weiß ich. Hallo? Da war wieder der falsche Schnitt. Tür da fehlt, ja. Ich warte, bis ihr sie einbaut. Irgendjemand muss sie ja haben. Sonst stand da ja nicht den Bau abbrechen für die Tür. Dass wir dieses Haus hier einfach mal fertig bekommen, bitte. Danke. Hier fehlt auch die Tür. Warum? Liegen überall Sachen rum. Das sieht ja aus hier bei dir. Hast du keinen Platz in den Regalen oder was? Was hast du hergestellt? Ein Zauntor. Aber was ist mit der Tür? Und was ist mit deiner Tür hier? Jetzt ist da keine Tür mehr, oder was? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Hä? Ach, jetzt ist da eine Tür. Nee, ist da keine Tür. Bin verwirrt, ne? Ich bin gerade echt verwirrt, was das Spiel von mir will. Haben wir denn noch Türen, die ich da jetzt platzieren kann? Ich glaube nicht, ne? Oh. Okay, warte. Dann stelle uns bitte. Du hattest hier so eine Eichentür, ne? Ein Forscher nähert sich. Zwei Automaten Golems. Dafür will er 9 Holzstühle. Nehmen wir mal an. Wir haben ja noch genug Stühle. So, und bitte eine normale Tür. Nochmal. Und dann würde ich mal sagen, machen wir in dem Haus hier unten. Sagen wir dann auch dieser Tür hier. Mach mal nicht. Ist dann das Haus fertig jetzt? Es fehlt immer noch die Holztür, ne? Och, Leute. Das Spiel macht mich manchmal traurig. Aber die kann ich auch nicht sagen, baut die mal ab. Wahrscheinlich konnte die Tür nicht gesetzt werden, weil die Blumen hier im Weg sind. Ist das das Problem? Da habe ich die natürlich eh abgerissen oder gesagt, ne, bau mal nicht dahin. Hier sonst noch irgendwas? Oh, Feinde! Ich hoffe, das kriegen unsere kleinen Hartlinge gerade mal eben alleine hin. Ich suche die Probleme in diesem Haus.
Ich sehe halt aber keine Probleme mehr. Das ist das Problem. Wo wird gekämpft? Noch gar nicht. Kommen sie wieder von da oben, jo. Ihr seid auch unnötig, ne? Ist ja unglaublich. Ach, hier vorne sind sie schon. Hier. Los! Habt ihr da irgendwo ein Lager? Weil die immer von da irgendwie kommen, ne? Ne, du bist ein Reh. Müssen wir mal im Auge behalten. Wir brauchen halt echt dringend irgendwie die Wände. So, klappt das mit den Schafen? Ich glaube, ne? Sehr gut, sehr gut. Hühnchen. Da müssen wir dann auch irgendwann nochmal umziehen. Das mit diesem Haus hier nervt mich halt gerade. Ich kann ja mal parallel gucken. Hast du die Türen jetzt noch nicht hergestellt? Oder... Warte, das darf, braucht er nicht rein. Dekoration, ja. Okay, du hast hier auf jeden Fall Metalle liegen. Achso, mach erstmal die Tür bitte. Und die Tür. Und dann gucken wir mal. Oh ja! Gib mir einen neuen Hardling. Ist der Kampf eigentlich fertig oder? Und könnte dieses Ding hier mal weggehen? Wo ist meine Stadt da? Ist der Kampf schon gewonnen? Ich glaube, ne? Gut. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ich möchte nämlich jetzt gucken, wenn die Türen gebaut sind, ob ich die dann hier von alleine wieder einsetzen kann. Sonst wäre das ja richtig doof. So, nur warten, bis die mal eben hergestellt wird. Ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge noch. Komm, lauf! Huck-Huck-Eier. Aha. Hallo, Schreinerlein. Wo bist du? Brauch vielleicht echt mal noch einen zweiten. Hallo? Ja, kommt jemand? Du bist aber kein Schreiner. Du holst ein Fenster. Du holst auch irgendwas. Wo ist denn mein Schreiner? Du bist meine Schreinerin, ne? Lauf! Weh, du gehst jetzt schlafen. Okay. Wenn sie arbeitet, sie nimmt sich das Erz, sie macht das, sie macht jenes, sie macht eine Tür. Gut. Jetzt müsste die ja genau hier sein. Und dann müsste ich doch sagen können, bitte da platzieren. Oh, nicht, nicht stopp. So, jetzt hast du die Tür. Wenn ich jetzt bei der sage... Hier platzieren. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen Fruckele. Kriegen wir das Haus dann auch fertig? Bitte, bitte, bitte. Weil da oben wurde ja gejubelt, dass das Haus wieder vollständig wäre. Okay, hier gibt es noch ein Problem bei diesem Haus. Was ist das Problem? Laut der Anzeige gibt es kein Problem. Weil keiner da an den... Da kommt da keiner dran. Oder weil ich sage, da darf nichts dran. Oh, guck mal, wie detailliert man das sagen kann. Ich glaube, das Problem ist, dass du da drauf stehst, ne? Dann schiebe ich dich mal dahin. Und dann kann da... So, oder? Es ist echt das Problem, dass ich noch nicht gesagt habe, was da rein soll. Pflanzen. Ich hätte gern Tiernahrung oder Schafsnahrung.
Steht hier nur leider nicht, ne? Ob das Tierfutter ist? Auch Zutaten. Tierfutter. Da. Einfach mal gucken. So. Sehr gut, dann ist das Ding fertig. Ja, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich guck mal eben, ob das Tier was gebracht hat schon. Ob da die Tür... Nee, die Tür ist noch nicht drin. Ich hoffe, die bringt jetzt jemand, dass dieses Haus fertig wird. Aber sonst weiß ich echt nicht weiter. Das gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an, ob das hier funktioniert oder nicht. Ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsseli!